Recht herzlich willkommen zur 42. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir sind noch im Krieg gegen England, wollten letztes Mal diese Truppe ziehen und haben das irgendwie nicht hingekriegt. Aber das ist eigentlich ganz einfach, wir müssen das nur da anklicken und mit links bzw. rechtsklick dahin schicken. So, und das sollte dann funktionieren. Gut, dann geht die Reise los. Wollen wir hoffen, dass die frühzeitig da ankommen. Da haben wir einen Angriff auf unsere Schiffe. So, diese sollten hier unten irgendwo noch hin. Da, das hatten wir doch letztes Mal angeklickt, oder habe ich das nicht gemacht mehr? So, wie sieht das aus? Ah, da kommt jetzt schon die Armada hier. Ah, das wird dann wohl nichts mehr werden, ne? Bis die da auf dem Schiff sind. Ja, da kommen gleich die Engländer uns entgegen, wenn wir da drauf sind, und dann war es das, oder? Da sind sie schon. Gut. Das heißt, das können wir abblasen. Das wird nichts mehr. Ein Thronfolger, Robert. In der neuen Thronfolge der Nachfolger gesichert. Super, prima. Gut, jetzt werden wieder unsere Häfen blockiert. Ja, was machen wir da? Gute Frage, ne? Gut, was haben wir hier denn oben? Da können wir sowieso noch was bauen. Gucken wir da erstmal rein. Steuergelder. Wäre hier unten einer möglich. Komm, den machen wir auch. Und was haben wir dann noch? Hier sind Baracken. Hat auch mal so lange Pause. Marktplatz. Da wäre einer möglich. Den machen wir auch, weil da gibt es ja Geld für. Und dann, ach, das Geld ist schon dann alle mit 41. So sieht's aus. Gut. Ja. Jetzt müssen wir überlegen. Wir können hier irgendwie nicht raus. Haben keine Chance. Das heißt, wir sollten versuchen, irgendwie mit den Engländern Frieden zu schließen. Was anderes funktioniert da sowieso nicht. So. Wir hätten ja gerne das, aber das funktioniert nicht. Gibt es irgendwas, was wir kriegen könnten? Glaube ich nicht. Die 12% da unten sind zu wenig. Ja. Die Engländer sonst noch irgendwo was, wo wir... Naja, nicht wirklich, ne? In der neuen Welt ist noch keiner wahrscheinlich. Und hier im Mittelmeerraum ist auch nix. Gut, ja, das spricht dann irgendwie für einen weißen Frieden oder sowas, ne? Das wollen sie alle nicht abgeben. Das wäre Überdehnung. Was ist das? Kosten nach Kosten sortieren. Ja, gut. Also das wird nix. Gascogne. Kernprovinz zurückgeben. Das ist auch nicht möglich. Skonja. Ah, den Anspruch widerrufen. Gucken, ob sie da wenigstens was machen wollen. Ne, selbst das nicht. Vasallen aufkündigen. Dafür ist es das nicht wert. Machen sie auch nicht. Und das. Nationen entlassen wird noch weniger gehen. Aber probieren geht über studieren, ne? Verträge aufkündigen mit Kastil, mit Schottland. Ist auch nicht machbar. Das ist dann nur ein...
weißer Frieden. Ansprüche aufgeben. Ja, das ist also nix. Selbst den weißen Frieden wollen sie nicht machen, oder wie sehe ich das? Aber es bringt nichts. Gucken wir mal, was sie dazu sagen. Pause raus. Ja, abgelehnt. Ja, da müssen wir nochmal überlegen, was wir machen, ne? Wir können da nicht rüber. Ziehen wir unsere Truppen mal da hin. Und dann sollten wir hier ein Schiff bauen. Kogge. Können wir mehrere bauen? Wahrscheinlich nicht. Drei. Machen wir mal. Haben wir die jetzt gebaut? Da? Oder wo war das? Oder war das hier? Das war hier. Ja, mehr gehen auch nicht. Dann lass uns mal drei Koggen bauen und gucken, was passiert. Mit denen müssten wir dann direkt schnell übersetzen. Und wir müssten unsere Truppen verstärken natürlich noch. Wir haben Ansprüche auf Provinzen, die uns nicht gehören. Ja, das wissen wir auch. Gut, was haben wir hier? Umkämpfte Nachfolge. Waffenruhe wird enden. Können wir denn die Provence eigentlich... Ruf zu den Waffen, geht nicht. Ja, die würden überhaupt gar keinen Fall mitmachen. Sind ja auch Freunde, ne? Aha, da ist jetzt was frei geworden. Kriegen wir unsere Truppen denn da weg, unsere Schiffe? Klappt das? 12. Kriegen wir hier jetzt den Dingens hin? Ja, das Frieden sind hinter uns. Okay. Kriegen wir da jetzt... Was sind das denn jetzt für zwei Schiffe da? Nee, das wollen wir ja gar nicht. Die lehnen immer noch ab. So. Der fällt noch nach da, okay. Ja, machen wir. Gut. Klappt das? Ich weiß es nicht. Münster blockiert jetzt da unseren Hafen. Okay. Was haben wir jetzt hier für eine Flotte? Das sind die Koggen. Und das ist auch eine Kogge. Und die bringt dann jetzt alleine die darüber, oder was? Da müssen noch mehr Schiffe liegen. Und da kommen schon mit den 18 runter, alles klar.
Oder? Ja, sieht so aus. Wollen wir gar nicht weiterfahren, hat keinen Sinn. Automatisch speichern. Was wird da mobilisiert? Oh, das sind schon 20 Schiffe jetzt. Und die haben 6 Truppen dabei. Nee, genau umgekehrt. Die Truppe auch noch darunter. Kriegen wir das auch hier mit den Truppen hin? Jetzt fährt da einer hoch, oder wie? Und der sieht ganz danach aus. Das ist die Provence. Jetzt greifen wir hier an. Super. Das war's dann wohl da mit der Truppe, oder? Da kommt mit der 18er nach. Und ist auch kein... Nee, der fährt da rechts rum, glaub. Das sind schon 7. Ah, das verlieren wir hier, oder? Ja, das ist Münster. Oh Mann. Komm, zack. Ja. Das haben sie wieder befreit. Und jetzt greifen sie hier noch mehr an. Das Schiff ist verloren gegangen. Na super, jetzt haben wir die Österreicher auch noch auf unserer Seite. So. Das sollten wir aber schaffen, ne? Jetzt haben wir noch Schiffe verloren. Ist hier der Stand der Dinge. Zwölf gegen 6. Elf gegen 5. Wer weiß, wann hier die Österreicher kommen, die dann das Militärbündnis beigetreten sind. 10 gegen 5 sieht schlecht aus, aber ich glaube, es ist gleich vorbei. Wir haben ein bisschen mehr Moral wie die. Da kommt schon. Nein, gegen 5, du glaubst es nicht. Und da kommen wahrscheinlich schon die nächsten Truppen, ne? Mann, 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 Mann. Mal auf, siehst du, nochmal 6. Ja, die Schlacht haben wir gewonnen, aber mehr auch nicht. Dahin. Und wir brauchen neue Truppen. Gut, finanzieren können wir das nicht mehr. Ja, da ist die Moral jetzt. Natürlich gleich futsch. Da oben wird auch angegriffen. Und da kommen die Österreicher. Noch sind wir hier besser dran, aber ich glaube, das wird nicht ganz lange dauern, dann sind wir geschlagen. Was ist das? Wenn die Krone den Adligen kein Geld geben konnte, gewährt sie ihnen stattdessen die Privilegien für Sommereinnahmen, die ihren großen Profit einbrachten. Privilegien gewähren. Minus 20 Yen oder besser. Ja, dann nehmen wir das. Ist nur die Frage, wann das hier fertig ist.
Und da oben ist eine einzelne Truppe. Ah, da wird der Hafen blockiert. Da sind die Engländer jetzt. Kriegen wir das hier hin? Daneben wird auch keine Truppe fertig, die wir nachschicken können. 6 gegen 4. Die Österreicher dürfen auf gar keinen Fall da reinkommen. Okay, das haben wir geschafft. Wir müssen eigentlich nachziehen, ne? Das hat keinen Sinn sonst. Kriegen wir die? Wo sind die anderen vier? Die sind da oben im österreichischen Gebiet gelandet. Die Österreicher haben irgendwas erreicht gerade. Die vereinen sich da oben jetzt gleich. Gut, dann machen wir das anders. Dann müssen die Österreicher hier auch angreifen. Zähne sind es da oben jetzt. Und die fahren schon wieder. Die dahin und die da. Ah. Wir müssen die Österreicher kriegen. Meine Güte. Wo laufen sie hin? Die dürfen auf gar keinen Fall da oben eigentlich sie mit den Engländern vereinen. Müssen wir vorher kriegen. Das klappt aber nicht. Jetzt kommen sie mit aller Macht. Irgendwelche Schiffe haben wir verloren. Kommt zurück. Das macht keinen Sinn, da oben zu bleiben. Müssen wir erst hier unten uns sammeln. Einmal die Reiterei dahin. Das Geld ist nachgerückt. Zwei Einheiten. So, wir haben wieder die Einheiten da unten recht gut. Die marschieren hinterher. Das sind jetzt 11 Truppen. Gut. Die dazu. Das sind sogar 12. So, dann lassen die mal Einheiten sich vereinen. Müssen wir dann zusammenführen. So. Und dann auf zum Angriff. Die befreien das da schon, das passt. Geld ist ein bisschen knapp. So, und dann müssen wir die da stellen. Und da unten kommen schon wieder welche nach wahrscheinlich, ne? 3 Einheiten, okay. Haben wir noch welche ausgehoben? Nur eine Einheit nur.
Die 13 müssen wir jetzt hier kaputt machen. Nee, die ziehen wir da hin. Und dann können wir die zusammenziehen. Die also wieder, er will schon wieder befreien. So, jetzt geht's rund. Jetzt müssen wir den Engländer natürlich zeigen, wo der Hammer hängt, damit das klappt, ne? Ah, da oben kommt schon wieder ein Österreicher. Und die sind standhaft. Elf gegen elf. Wir verlieren das Ding. Und da kommt noch einer nach. Und dann noch neuner. Glaubst es doch nicht. Und dann kommen wir zu spät wahrscheinlich. Ja, super. Das Fußvolk ist schneller wie hier die Reiterei. Und da haben sie sich verstärkt. Ja, das war's dann, ne? Ja, kommt. Können wir mal zusammenziehen, die Einheiten. Da haben wir einen Verlust hier, oder was? Ich glaube, wir können das als verloren ansehen, ne? So sieht's aus. Kriegen wir noch Leute nach? Warte mal, der untere ist eingereiht, den machen wir weg. Ach, da kommen noch wieder zwei. Wir haben jetzt hier oben schon 22 Einheiten. Können wir die dazu rufen? Überhaupt nicht. Läuft nicht. Da läuft einer einzeln rein. Auch schön, ne? Wer ist da gestorben? Nochmal Radpause. Tja. Gut. Aber dieser Krieg wird fürchterlich werden, so wie wir gerade sehen. Die Engländer sind hier mit 27 Truppen. Ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwie eine Chance haben, jetzt den Krieg zu beenden. Und was wollen wir denen denn machen hier? Können denen was anbieten, höchstens, ne? Aber wir haben ja noch mal was. Ja. Da wird noch gekämpft. Die ziehen nach da. Sieht gerade nicht gut aus. Okay, aber trotz alledem würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.